Moin moin meine lieben Freunde, was geht ab? Burrito of Doom hier. Wir gucken uns heute das Replay von Dumb Ones Gaming Midlaner Showmaker an, hier auf seinem Red Gaming Account Hangle. Zur Zeit dieser Aufnahme befindet sich Showmaker mit 1485 LP auf dem dritten Platz der EOS Solo Queue Leiter. Das Matchup hier ist Jace gegen Twisted Fate im Jungle, Talia gegen Evelynn. Toplane, Heimerdinger mit Barrier und Ignite gegen Kayle. Und Botlane haben wir Xayah und Ornn gegen Kayle und Nautilus. Bevor wir uns das Spiel angucken, mal sehen, was hier überhaupt passiert, lasst uns kurz über die Matchups reden. Toplane haben wir ein sehr, sehr unübliches Matchup mit Heimerdinger gegen Kayle. Das Matchup ist tatsächlich sehr gut für Heimerdinger, denn Heimerdinger kriegt den Schaff gegen Kayle. Hier wurde auch bereits ein Award gesetzt von Heimerdinger, von Talia. Und Talia hat dann auf ihren Sweeper gewechselt, was mittlerweile relativ Standard ist, um eigene Gangpaths zu clearen und Vision auf die Evelynn zu bekommen. Also weiß das Red Team jetzt, dass die Evelynn auf der Bottom-Seite starten wird, weil sie sich nicht Top-Seite zeigt. Anyways, das Matchup Toplane Heimerdinger gegen Kayle ist gut für Heimerdinger, da er immer den Push gegen Kayle haben kann und Kayle dann eine noch schwierigere Zeit hat, ihre Kleptomancy zu procken, weil sie dann immer in Turret-Range, also Heimerdinger Turret Range laufen muss und obendrein noch mehr gepusht und gepressured wird, wodurch sie schlechter scalen kann. Sean McGain, der Midlane, befindet sich sehr offensiv. Ich will euch das nochmal kurz illustrieren. Die Kamera war gerade auf dem Red-Buff leider. Denn er hat Twisted Fate bereits gepoked unterm Turret auf Level 1 und hat dadurch den Shove bekommen auf der Lane. Nimmt sich diesen dieses Minion und jetzt begeht er etwas, oder macht er etwas sehr, sehr Interessantes. So, Sekunde, ich muss nur kurz einmal meinen Stiftlein rausholen. Okay. Er pokt dieses Minion, nimmt es und bewegt sich dann nach da vorne hin. Die ganzen Minions hier, Agron da oben. Was für ihn aber in dem Moment relativ uninteressant ist tatsächlich. Wichtig für ihn ist, dass dadurch, dass er sich hierhin bewegt, hat seine Threat Zone sich, anstatt wie viele Leute es normalerweise machen würden, wahrscheinlich dort stehen zu bleiben, von dort nach dort bewegt. Diese Pressure benutzt Showmaker jetzt dementsprechend dadurch, dass er auf Twisted Fate draufläuft und ihn die ganze Zeit harrisst. Er pokt einen Auto-Attack für einen Auto-Attack, was zunächst gar nicht so wichtig aussieht, was aber im Grand Scheme of Things sehr, sehr wichtig sein wird. Auch hier nochmal, er tradet Red Card mit seiner W, also mit seinen Prox, hat dabei immer noch die Pressure und durch den Schaden von Jace im Early Game, da Jace ein sehr, sehr starker Early Game Champion ist, hat den Trade gewonnen und das Early Level 2 bekommen. Auch hier oben wurde bereits rüber gewordet von Showmaker selber, das heißt, Red Team hat komplette Informationen über Evelynn und kann so spielen, wie sie wollen. Das wird von der Botlane auch gekonnt ausgenutzt, wie ihr auf der Minimap da unten sehen könnt, die den Hardpush wagen. Währenddessen ist Showmaker die Lane am Hardshoffen, pusht Twisted Phantom Turret und poked, wo er kann. Jace ist generell ein Champion, mit dem ihr Early Game aggressiv sein wollt. Ihr wollt Early und Mid Game so viel Damage verursachen, wie ihr könnt, da ihr im Late Game leicht abfallt, außer ihr seid halt gefeedet. Auch hat Showmaker hier Kleptomancy mit und hat bereits ein Juicy Pilfert Health Potion bekommen, was ihm ein bisschen mehr Sustain bringen wird. Seine Qs sitzen und er behält die Pressure. Dadurch, dass Red Team die ganze Zeit die Vision auf Evelynn hatte, hat Talia es geschafft, sie rauszuforcieren und hat den Flash von Evelynn geburnt, was Evelynns Early Game Pressure weit, weit vermindert. Showmaker hier an der Stelle bewegt sich auf die Top-Seite hin, um auf seiner Strong-Side zu spielen. Talia kriegt die wenig. Da ist Juking Name Programm beim Twisted Fate. Aber Showmaker hier, das ist sehr, sehr wichtig, egal welche Elo ihr seid. Ihr müsst identifizieren, was eure Strong, was eure Weak Side ist. Ihr seht die ganze Zeit, Showmaker spielt Richtung Top-Seite hin. Aus dem ganz einfachen Grund hinaus, dass, falls da oben jetzt irgendwas passiert, ihr seht jetzt auch gleich die Kayle da runter moven, kann Showmaker direkt durch die Pressure, durch den Push und durch sein Positioning auf seiner Strong-Side hinterher rotieren. Ihr müsst euch immer bewusst sein, dass das hier natürlich die Mittelgrenze der Midlane ist oder halt der Toplane oder Botlane dann. Und ihr meine Strong- und Weak-Side habt. Aktuell ist die Strong-Side von Red Team die Top-Seite, da Talia da oben Pressure ausüben will. Eigentlich relativ selbsterklärend.
aber trotzdem ein Konzept, Strong und Weak Side, was man sich ein bisschen erstmal bewusst machen muss, bevor man es aktiv anwendet. So. Dadurch, dass er auf seiner Strong Side spielt und dann mit dem Q-Slow auf Twisted Fate springt, forcieren sie dabei den Flash. Das heißt, zwei Leute sind instant flashless von Blue Team. Was Red Team natürlich sehr zugutekommen wird. Twisted Fate hat jedoch einen Teleport, das heißt, er, selbst wenn er sich hier raus forcieren lässt, ist es relativ Jacke wie Hose für ihn, da Showmaker gegen Twisted Fate und Evelyn mit einem Combat Summoner und zwar Clans rangehen musste, da sonst so gut wie jede Yellow Card von Twisted Fate in einem Kill enden wird. Er nimmt den Recall mit 715 Gold und kauft sich zwei Longswords, um seine Pressure weiter aufrechtzuerhalten. Gucken wir uns währenddessen kurz an, was auf der Botlane passiert. Ein kleiner Trade von Nautilus. Uff, das war aber kritisch. Ach ja. Nee. Hat sich ein bisschen überschätzt, hat aber den Kill dann trotzdem noch getradet bekommen. Auf der Toplane ist Heimerdinger gestorben, aber zurück zur Midlane zu Showmaker. Um zu gucken, wie er sein Lead versucht auszuspielen. Auch hier seht ihr, er positioniert sich durchweg aggressiv, weil er den Sustain-Vorteil hat, oder zumindest einen Sustain-Evenness durch die Cookies. Er hat zwei Cookies gegen drei Corrupting Potions, das heißt, overall sollte Twisted Fate im Sustain im Vorteil sein, aber davon lässt sich Showmaker nicht einschüchtern und poked und harassed einfach von der Ferne. Er manipuliert die Wave so, dass diese sich über seine Midlane-Linie über seine Verteidigungslinie zurückzieht und sie hier halten kann, wodurch er Gank unanfällig für Evelyn sein wird. Oder generell Gank unanfällig und Gank unaffin. Wichtig bei der Midlane ist, wenn das hier die neutrale Zone ist, okay, das ist ein bisschen krumm, stellt euch diesen Strich bitte gerade vor, ist die beste Position, in der ihr die Wave eigentlich halten wollt, immer hinter diesen Säulen, beziehungsweise hinter diesen, ja, Torches, Flammen, Fackeln. Denn was das ermöglicht ist, seid ihr im Range-Vorteil, so wie Jace gegen Twisted Fate hier, der mit seiner EQ-Kombo easy poken kann, könnt ihr die Wave hier secure halten und immer wenn Twisted Fate runsteppt, könnt ihr neben die Wave laufen und ihn poken. Seid ihr im Range gegen Melee-Matchup, ist das sogar noch besser für euch, weil wenn der Melee-Champion dann reingeht, um die Wave zu poken und die Wave zu nehmen oder um sich die CS zu nehmen, kann der Range-Champion da genau attackieren und pressuren. Wave Control hier also ganz, ganz, ganz groß. Und ihr seht schon, Twisted Fate ist jetzt forciert, mit seinen Wildcards die Wave zu farmen, wodurch er sie automatisch wieder einpusht. Und Showmaker hier wieder spielt zu seiner Strong Side hin, was aktuell Bot Seite ist, weil sich dort Nautilus befindet. So, und Twisted Fate, da er jetzt, oh, das war wunderschön gespielt, der Hook jetzt natürlich nicht so sehr und der Teleport auch nicht so sehr. Auch wenn die Ausführung gerade ein bisschen gescheitert hat, war das Konzept dahinter enorm wichtig. Showmaker freest die Wave, Twisted Fate muss runsteppen, um die Wave zu clearen und Showmaker kann hier wie Thors Rache mit seinem Hammer auf Twisted Fate runterknallen und ihn in Nautilus werfen. Hätte Nautilus hier mechanisch ein bisschen besser gespielt und Hook connected, wäre Twisted Fate wahrscheinlich tot gewesen. Und diesen Vorteil, den sich Showmaker aufgebaut hat, oder dieser Vorteil, den sich Showmaker aufgebaut hat, war nur möglich aufgrund der Tatsache, wie er die Wave kontrolliert und manipuliert hat. Gehen wir jetzt aber ein bisschen voran. Es wird hier gepoked und geharrissed. Aktuell passiert halt nicht viel auf der Lane. Währenddessen auf der Top-Lane, Heimerdinger, Even in CS, Caitlyn ein bisschen ahead und Showmaker auch ahead. Alles nur durch seine Wave-Control. Wave-Control, sehr, sehr wichtig hier. Er wurde auch über die Mauer auf die Raptoren, um festzustellen, wo sich Evelyn befindet. Evelyn ist noch nicht Level 6, hat also noch keine Unsichtbarkeit, wird aber auch jetzt direkt wieder gespottet und gepinkt. Showmaker nimmt einen Recall, um seinen Serrated Dirk zu kaufen für Lethality, was ihm im Early Game einen immensen Boost gibt. Währenddessen auf der Bot-Seite der Karte, TF jetzt mit Level 6, roamed, ultet, kriegt einen easy Double Kill. Showmaker hat das Ganze mehrfach gepinkt, aber leider wissen wir ja alle, dass ein Solo-Queue Pinks nicht immer helfen. Auf der Top-Seite der Karte, unterweilen, stirbt Heimerdinger, Talia kann dann nicht zurücktraden. Und das Einzige, was Showmaker hier machen kann, ist richtigerweise die Wave zu pushen und auch diese hier zu resetten. Wechselt dabei mit Jace in die Hammerform, da ihm seine W mit jedem Auto-Attack in Hammerform Mana wiedergibt. Wardet hier die Bot-Seite, guckt, was es Top-Seite gibt und poked und pusht und pressured einfach für das Twisted Fate. Jace kann nicht gegen Roam gegen Twisted Fate. Allgemein können
nur wenige Champions gegen Twisted Fate, gegen Roam. So Champions wie Galleon sind natürlich schon. Oh, okay, schauen wir, geht rein. Hämmert ihn aber weg. Allgemein können nur sehr wenige Champions gegen Roam, gegen Twisted Fate. Das heißt, das Beste, was ihr da machen könnt, wenn ihr gegen einen Champion mit Global Pressure spielt, zum Beispiel Shen, Twisted Fate oder Galio, könnt ihr versuchen, die Wave zu shoven, die Wave zu freezen und bestenfalls den Gegner zu poken und zu harrisen. Ihr seht, er fürchtet sich nicht davor, aggressiv mit dem Hammer reinzugehen. Hat gerade einen weitaus größeren Spike mit seinem Threaded Dirk als Twisted Fate mit seinem Phage. Twisted Fate hat ein bisschen mehr Utility und Sustain Stats mit Health und Mana. Shawmaker währenddessen mit brachialer Wut und AD. Auf der Top Botlane wieder ein bisschen Action. Er versucht Top zu roamen, aber Kel war gerade back. Er kann safe nach oben roamen, weil er dort eben gepinkwatert hat. Geht jetzt rein. Twisted Fate hat aber Flash, Flash dabei die Q. Schön sauber gespielt von Twisted Fate an der Stelle. Aber auch hier, Shawmaker ist nicht dazu gezwungen, seinen Summoner zu traden und kann hier im 1 gegen 1 20 CS Lead fast plus Summoner Lead aufbauen. Ich kann es nicht genug betonen. Wave Control in der Midlane ist so wichtig. Worin viele Spieler ein Problem haben, ist, dass Midlane sich fundamental anders als Bot und Top von der Wave spielt, weil die Midlane eine kurze Wave ist. Das heißt, die Minion Waves verhalten sich anders, das heißt, die Freezes verhalten sich anders, das heißt, die Kontrolle verhält sich anders, du Slowpushst anders. Shawmaker hat das hier aber eben sehr gut geshowcased und gezeigt, wie er oder wie ihr auch in euren Ranks besser werden könnt, indem ihr die Wave bestenfalls hier hinten haltet und dadurch den Gegner in eine unangenehme Situation forciert. Denn ist die Wave in der Mitte hier, ist das Äquivalent zu ungefähr hier auf der Bot, was verheerend sein kann. Er wird hier gegankt, habe da bereits in Minute 10 Yomus, da er einfach nur gefarmt hat, kann die Speedy Gonzales wegrennen. Geht zurück in die Midwave, klärt die Pink Ward, pressure die Wave, cleansed. Jetzt mit Talia im Petto, Twisted Fate hat keinen Flash mehr durch den schönen Trade eben. Showmaker hat noch seinen Flash, kommt dann noch wohlbesotten raus. Gerade noch so und nochmal, all das hier ist nur möglich gewesen, weil Shawmaker seine Wave von Anfang an richtig gespielt hat. Oh, das war aber greedy. Weil Shawmaker seine Wave richtig gespielt hat und vor allem das 1 gegen 1 sehr, sehr gut gespielt hat. Und das 1 gegen 1, wie Shawmaker es hier gespielt hat, war nicht Champion-abhängig. Das heißt, das waren keine Mechaniken, die ihr nur mit Jace hättet machen und oder sehen können. Das sind genauso gute Sachen, die ihr mit zum Beispiel Seraph, Six, Syndra, Orianna hättet machen können. Mit dem Freeze und dem Pressure. Hat sich jetzt auch für die Mercury Threads entschieden direkt, was, denke ich, die richtige Entscheidung ist. Auch wenn es AD Twisted Fate ist. Pusht ihr die Wave. Greed aber nicht für das Plating, ganz, ganz wichtig. Nicht für Plating Screen. Roamt hier. Counter Jungle, enorm wichtig, Leute. Wenn ihr Counter Jungle nehmt, den Gegner doppelte Ressourcen weg. Anstatt dass der Gegner 80 Gold bekommt, bekommt ihr sie. Das heißt, der Gegner verliert effektiv 80 Gold. Also ist es eine Differenz von 160. Jetzt ein Fight im Dragon Pit. Twisted Fate kann nichts machen. Shawmaker rennt mit seinem Yumus hinterher. Die Yellow Card läuft aus. Oh, der Hook war schon besser von Nautilus. Und ein Double Kill für Shawmaker. In der 12. Minute hat 5900 Gold fast. 5900 Gold gegen 5100 ist also 800 Gold seinem Laner im Vorteil. Ja, Shutdowns fallen links und rechts. Auf der Top-Lane, das Matchup hat sich nicht viel geändert. Kel versucht halt Cross-Map ein bisschen was zu machen, ist auf die Bot-Lane tippet, dass die Top-Lane auf Sack bekommt. Hat dann aber Bot-Lane noch einen Kill abgegeben, währenddessen kann Heimerdinger sich easy peasy lemon squeezy Platings holen. Shawmaker in der Mitte hat jetzt das 5. Plating und First Turret Gold, 610 Bonus Gold und ist jetzt Shutdown wert und 2000 Gold über Twisted Fate. Hat 3000 Gold jetzt im Inventar und kauft sich instant einen Black Cleaver. Jace jetzt an dieser Stelle mit einem riesigen Spike, mit seinem 2-Item-Spike, kann alles, was auf der Karte ist, easy poken und dann bestenfalls auch engagen. Top Lane, Kayle hat kein Ult, The Tower hat keine AP und alsbald hat auch Kayle keine AP. Der Roam hier, auch wieder ganz kurz, wichtig.
ist möglich, weil Showmaker die Midlane-Pressure hat. Er schafft die Wave. Twisted Fate Spot-Seite geultet. Diese Wave hier muss jetzt geschafft werden. Ornn bewegt sich in die Mitte, Twisted Fate bewegt sich auch Richtung Mitte. Und dadurch, dass Showmaker die Midlane-Pressure erhascht hat, ist es möglich von Showmaker, dass er for free auf die Top-Seite roamt. Ihr seht, er spielt einen Early-Game-Champion und spielt diesen sehr, sehr gut. Nicht nur die Mechaniken des Champions an sich, also die Auto-Attacks, das Last-Hitten, das Poken, das Pressuren, sondern auch seine Wave-Control, seine Game-Knowledge und sein Makro-Verständnis hier auf einem Top-Level. Wie zu erwarten von einem Weltklasse-Spieler. Ornn wird hier gehookt, aber ich denke nicht, dass hier noch irgendwas passiert. Aftershock ist zu strong. Und die Situation deeskaliert sich jetzt erstmal. Ihr seht, Showmaker ist sich seiner Rolle bewusst im Team. Er bleibt die ganze Zeit hinter Nautilus stehen. Und dadurch, dass er hinter Nautilus stehen bleibt, hier in der Linie, kann Showmaker von hier hinten mit seiner Threat Zone alles nuken, was sich ihm in den Weg stellt. Hier wieder genauso, bleibt schön hinter seiner Frontline stehen, bewegt sich keinen Schritt zu weit nach vorne und poked und harasst trotzdem weiter. Der Herald wird angefangen, wird aber auch direkt wieder abgebrochen. Die Vision-Kontrolle muss erstmal aufgebaut werden. Vision, sehr, sehr wichtig, Leute. Ihr seht hier zwei Pink Wards, da noch eine Ward. Talia kann den Drake nehmen und Showmaker kann Topside-Pressure aufbauen, weil sich alle Leute in der Midlane zeigen. Oder aber auf einer Ward. Das heißt, die Strong-Seite ist hier Topside. Von Red Team. Showmaker pusht die Wave jetzt noch. Das heißt, einer vom Blue Team muss das jetzt antworten. In der Midlane wird Caitlyn fast gecatcht. Und Showmaker bewegt sich direkt dahin, wird aber gespottet. Cleart die Ward, misst seine Q leider. Und covert dabei die Talia. Bleibt hier im gepinkwardeten Pixelbusch stehen. Cleart da noch eine Ward, macht da noch einen Shockblast hin. Und jetzt ist es... Also Showmaker weiß, dass er der gefeedetste Carry oder der gefeedetste Champion in diesem Spiel ist gerade. Und die Win-Condition vom Red Team. Also versucht er gerade sehr stark mit dem Team seinen Lead auf seine Teammates auszubauen. Wie ihr seht, er bewegt sich jetzt in die Mitte wieder. Versucht, auf die Bot wieder. Versucht die Kaldor zu snacken. Es war im Endeffekt gar nicht nötig. Aber er versucht trotzdem nichts alleine zu machen. Nicht irgendwie 1v10 reinzudashen. Oder komische mechanischen Outplay-Plays oder so zu gehen. Dann versucht einfach clean und sauber sein Lead mit seinem Team runterzuspielen. Ornn wird jetzt gehookt. Ja, der ist auf jeden Fall tot. Talia befindet sich derweil an den Raptoren. Was meiner Meinung nach das falsche Play ist, Talia müsste mit hier hinkommen. Wäre hier jetzt der Herald gesetzt, könnte man vielleicht den zweiten, den Inhibitor-Turret bereits bei Minute 17 angehen. So kriegt man aber, glaube ich, diesen Turret for free. Und hat den Herald immer noch. Der Herald natürlich ein sehr, sehr starkes Neutral-Objective, was aber allerdings ein bisschen Koordination und Übung erfordert, um diesen zu benutzen. Da ist Roamt auf die Bot, wieder gegen die Kayle, wartet auf seinen Shockblast, schießt Kayle ins Gesicht und dann rennt Showmaker hinterher, um Talia zu retten, was gerade noch so gut geht. Oh, yikes. Die TF-Ult auf Top-Lane. Auch hier dachte ich Talia vermutlich wieder, dass sie nicht nötig wäre. Showmaker geht rein, 1v2, ist aber direkt von Heimerdinger gebackup, flasht raus und kann mit seinem Return Damage mit seiner Q die Xayah abholen, während Ornn einfach so stirbt. Hier, wichtig mitzunehmen, Jace ist ein Champion, der, wenn du ihn engagest, sehr viel Return Damage noch returnt. Also, bumm. Er ist genauso wie wenn du, Lucian chase, Lucian Dash slasht weg und dann ultet er auf dich. Return Damage oder Return Damage Kalkulation von verschiedenen Champion-Typen sind verschieden stark. Es gibt keine wirkliche Daumenregel dahinter. Man muss einfach nur ein Gefühl dafür haben und wissen, welchen Champion man wie weit chasen sollte. Oder wie tief man für welchen Champion gehen sollte. Champions mit sehr wenig Return Damage sind zum Beispiel Melees, die nicht darauf reagieren können. Oder die dich nicht angreifen können, während du ihnen hinterher rennst, eher gesagt.
Jace hier eine fundamentale Ausnahme enttäuscht mit seiner Hammer- und seiner Kanonenform. Mutiert jetzt auf die Top-Lane zusammen mit dem Herald, Heroldine, und kann ich easy diesen Tower snacken, während sein Team in die Midlane runterrennt. Und sie zwei Lanes pressuren. Kayle im 1 gegen 1 gegen Heimerdinger. Okay, fairer Trade, nimmt man. Top-Turret ist weg. Und auch hier, Jace, also Showmaker, ist nicht direkt reingegangen oder hat versucht, panisch seinem Mate zu helfen, sondern hat auf die Crucial Spells gewartet. Er sieht die Yellow Card raus, er sieht, wie, ist das die W-Spell? Ja, wie der W-Spell raus ist von der Evelyn, der Double Knockup kommt und geht dann erst voll Ham. Ganz, ganz wichtig, Leute, wenn ihr einen Squishy Bruiser oder einen Squishy Diver spielt, wie zum Beispiel Jace oder Camille oder sowas, was platzen kann, theoretisch gesehen, wartet auf die wichtigen Spells der Gegner, bevor ihr auf diese gerät. Hier hat er die Ornn mit seinem Edge of the Night gecancelt. Und TF kann einfach, ja, runtergerannt werden. Und Ornn auch. Schöner, einfacher, sauberer Triple Kill für Showmaker. Das ist basically ein Ace. Kann jetzt gegen die Kayle gehen. Hat sich jetzt hier ein bisschen überschätzt. Stirbt gegen die Evelyn, gibt einen 1000 Gold Shutdown ab. Das will man eigentlich nicht. Hat aber noch die Kayle abgeholt. Der Rest des Spiels von Red Team ist vermutlich ein sauberes Runterrennen mit dem Baron. Baron wird angegangen, wird genommen. Showmaker respawnt in 10 Sekunden wieder. Hat jetzt seinen Morph und mein Mortis gekauft. Ist voll Build bei Minute 20 mit 210 CS. 210 CS, 10 Kills, 4 Assists. Und die 8 Turrets helfen natürlich auch nochmal so ein bisschen aus. Split Push auf die Top Lane. Da er der Meinung ist, dass sein Team eigentlich stark genug ist, 4 gegen 5 zu halten, kann währenddessen easy peasy lemon squeezy den ersten Inhibitor nehmen und dann weiter pushen zum ersten Nexus Turret. Jetzt turnt Evelyn, also Showmaker muss jetzt ein bisschen aufpassen, er weiß das aber auch. Positioniert sich schön defensiv, nimmt noch den Turret mit und rennt dann mit Yomus raus. Kayle ist da, der Hook trifft nicht. Ja, da erlaubt man sich jetzt mal nur so ein bisschen Spaß. Aber meine lieben Freunde, ganz kurz Revue passieren lassend. Was lernen wir aus diesem Spiel? Es war zwar ein riesiger Stomp, aber die wichtigsten Punkte, die Showmaker uns hier demonstriert hat, ist erstens die Wave Control in der Midlane. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr müsst die Midwave gut und gezielt manipulieren. Zweitens, wann gehe ich in den Teamfight wirklich rein? Wartet auf die Crucial Spells. Wartet darauf, dass die Gegner ihren CC burnen. Wartet darauf, dass die Gegner ihren Burst burnen oder was auch immer. Das sehe ich vor allem bei ADCs und Midlandern ganz oft, die einfach in einen Teamfight engagen, während sie eigentlich gar nichts dazu suchen haben. Drittens, Strong und Weak Side. Seid euch bewusst, wo eure Strong Side, wo eure Weak Side ist, Leute. Und viertens, wenn ihr euren Lead ausspielen wollt, wie spielt ihr euren Lead aus? Das heißt, lauft mit den Units, lauft mit den Champions, mit eurem Team hin und her. Das war's soweit zu diesem Replay von Showmaker. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was gelernt. Falls ja, würde es mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, um auch zum Beispiel um Feedback oder Kritik an mich zu geben, denn nur so kann ich auch neue Sachen lernen. Habt ihr Punkte, auf die ich spezifischer eingehen soll? Sachen, die ich nicht genug genannt habe oder die ich zu viel genannt habe? Lasst einfach alles in den Kommentaren da. Ich würde mich sehr freuen, eure Meinung zu lesen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde. Reingehauen und bye bye.